Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Ihr Engagement hat bei den Falken begonnen, einem politischen Kinder- und Jugendverband. Daniela Kolbe ist 30 Jahre alt und vertritt im Deutschen Bundestag die SPD. Das Brockhaus-Gymnasium in Leipzig. Hier besucht Daniela heute den Projekttag Ein guter Tag für Demokratie. Schüler können der jungen Politikerin Fragen zur allgemeinen und zur Kommunalpolitik stellen. Daniela möchte die Jugendlichen motivieren, ebenfalls politisch aktiv zu werden und mit anzupacken. Mir ist es total wichtig, dass die Schüler mitbekommen, dass sie selber was verändern können. Also, dass hier nicht jemand kommt, die da oben, ja, total wichtig, propichtig, sondern dass ich jemand bin, der was verändern und bewegen möchte. Und dass sie aber auch Leute sind, die auch was bewegen können. Das ist mir eigentlich mein Anliegen, wenn ich in Schulen gehe. Ja, wie ist es denn so im Bundestag? Was machen Sie da so? Der Bundeskanzlerin zuhören bei einer Regierungserklärung oder an so einer Wahl teilzunehmen, das ist schon was ziemlich Besonderes. Man merkt schon, dass man eine wichtige und auch eine verantwortungsvolle Position hat. Die Schüler quetschen Daniela regelrecht aus und sind sehr kritisch. Der außergewöhnliche Politikunterricht kam bei ihnen voll gut an. Spannend waren jetzt die Videos, sage ich mal, die eingeschnitten wurden, weil sie ziemlich zum Denken angeregt haben. Und das ist einfach besser als dieser trockene Unterricht. Auch Daniela ist zufrieden, hätte sich aber noch ein bisschen mehr Zeit für die Schüler gewünscht. Ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr so Anmerkungen zur aktuellen Politik gewünscht. Also, dass sie ein bisschen mehr sagen, was sie von der Politik im Moment halten, aber dafür war jetzt nicht so viel Raum. Das mag ich eigentlich total, wenn man dann richtig in die Diskussion kommt und auch mal über Argumente sprechen kann. Wer was verändern will, der ist auf jeden Fall gut dabei, wenn er in die Politik geht. So wie Daniela Kolbe. Auch sie wollte was als Schülerin verändern und hat daher den Weg in die Politik gewählt. Ihre Botschaft: Jeder kann es packen. Auch Florian Bernschneider hat es in die Politik verschlagen. Bereits als Jugendlicher war er politisch aktiv und sitzt im Deutschen Bundestag. Florian ist 23 Jahre alt und vertritt die FDP. In der Bundeshauptstadt Berlin beginnt Florians Arbeitstag heute erstmal in seinem Abgeordnetenbüro. Und so ein Tag kann ganz schön lang werden. Also ein Arbeitstag während der Sitzungswochen ist extrem lang. Es kann gut sein, dass der frühmorgens um 8 Uhr losgeht und dann nachts um 1 und 2 manchmal endet. Die Sitzungswochen hier in Berlin sind wirklich harte Arbeit und es ist wirklich anstrengend. In den Wahlkreiswochen, im Wahlkreis ist vielleicht ein bisschen ruhiger, aber wir sind schon am Arbeiten hier im Bundestag. Bezweifelt ja auch keiner. Doch wie nah ist man in Berlin noch dran an seinen Wählern? Es gibt auch viele Anfragen von Bürgern, also zum Beispiel Zivildienstleistende, die überall in Deutschland verteilt sind und mich fragen, ich habe ein Problem mit einer Zivildienststelle, können Sie mir damit helfen? Klar, also die Mitarbeiter müssen mich bei der Beantwortung der Fragen unterstützen. Das schafft man gar nicht alleine, auch weil die Themen so bunt sind. Aber jede Antwort, die hier rausgeht, habe ich vorher gesehen. Als Fachexperte zum Thema Zivildienst füllen die Antworten locker den kompletten Arbeitstag. Doch vom Schreibtisch in Berlin an die Wählerfront. In seinem Wahlkreis im niedersächsischen Braunschweig stellt sich der junge Anpacker heute den Fragen seiner Wähler mitten auf der Straße. Florian will über seine Arbeit in Berlin aufklären, hat aber auch ein offenes Ohr für Kritik gegenüber seiner Partei. Wir haben heute die Ansprechbar aufgebaut, um zu zeigen, wir sind ansprechbar. Und ich finde wichtig, dass wir nicht nur im Wahlkampf da sind und Wahlkampf machen und die Leute überzeugen, die FDP zu wählen, sondern auch immer mal wieder zwischendurch kommen und erzählen, was machen wir da eigentlich in Berlin. Und genau dafür ist das heute da. Florian ist es wichtig, seine Themen aktiv mit den Bürgern zu diskutieren. Und wie kommt Florians Ansprechbar in Braunschweig an? Vielleicht sollte man eventuell bei irgendwelchen brisanten Themen so eine Ansprechbar öfter bringen. Oh. Das macht Sie glücklich. Das wollten Sie schon immer mal von mir wissen. Ja? Von ja, Westerwelle auch. Sehen Sie, Sie kriegen bei der FDP kriegen Sie immer das volle Programm.
Für das volle Programm geht Florian offen auf die Menschen zu. Für einen Politiker, ob jung oder alt, einfach unerlässlich. Genauso wie der private Ausgleich zum politischen Fulltime-Job. Die wenigen freien Stunden, die Florian in der Heimat bleiben, verbringt er am liebsten mit Freunden auf der Bowlingbahn. Klar, dass auch seine Freundin Anna dabei ist. Für sie ist der 23-jährige Jungpolitiker noch immer der Mensch, den sie vor ein paar Jahren kennen und lieben gelernt hat. Er ist auf jeden Fall, hat er sich nicht verändert. Er ist auch gar nicht der Typ dafür. Also, und wenn er sich verändert hätte, hätte ich es auch mitgekriegt. Und dann hätte ich auch was gesagt und da auch drüber gesprochen. Aber ich bin nicht davon ausgegangen und ist auch nicht eingetreten. Ich denke mal, es wird auch nicht mehr kommen. Und was zeichnet Florian in Ihren Augen besonders aus? Er ist lebhaftig. Lebhaftig, gut drauf. Wir machen viel Spaß miteinander. Ja, lustig. Ich muss ganz oft über ihn lachen. Ja, so ist Florian eigentlich. Für den 23-Jährigen ist der enge Kontakt zu seinen Freunden enorm wichtig, um die Bodenhaftung im zum Teil rauen Politikgeschäft nicht zu verlieren. Na, Micha, wird nichts, wa? Nee. Heute ist nicht dein Tag. Mir sind Freundschaften wichtig und mir ist es auch wichtig, immer mal wieder solche Abende wie heute zu verbringen, wo man vielleicht auch nicht nur über Politik redet, sondern so, was im Freundeskreis los ist. Erstens, weil ich glaube, dass mich das immer wieder so zurückholt in mein ganz normales, altes Leben, aber auch, weil meine Freunde mir wichtig sind und weil mir auch irgendwie was fehlen würde, wenn ich jetzt nur noch Politiker im Umfeld hätte. Auch als Politiker muss man einfach mal eine ruhige Kugel schieben. Florians Freunde sind für ihn jedenfalls die absoluten Volltreffer. Vom illustren Bowlingabend in Niedersachsen nach Bayern. Michael Adam ist Deutschlands jüngster Bürgermeister. Seine Partei, die SPD. Der Kurort Bodenmais im Bayerischen Wald. Gut 3500 Menschen leben in dem beschaulichen Ferienort. Unter ihnen Bürgermeister Michael Adam und sein Freund Tobias. Gemeinsam verbringen sie den Feierabend am liebsten zu Hause. Dort gehen sie ihrer großen Leidenschaft, dem Kochen, nach. Ist das Öl schon heiß? Nee. Nee. Schafft es mir jetzt nicht. Für Michael ist es das perfekte Dinner, denn nur in seinen eigenen vier Wänden kann der Bürgermeister tatsächlich mal abschalten. Die kleine gemeinsame Auszeit weiß Freund Tobias sehr zu schätzen. Also an Michael schätze ich einfach eher den Menschen Michael Adam, weniger den Bürgermeister für mich privat. Einfach so seine Offenheit, dass er trotz seiner vielen Arbeit einmal Zeit hat, für mich Zeit hat, für daheim Zeit hat, einfach mal für private Sachen, auch mal mit Freunden was zu machen. Das schätze ich sehr stark an ihm und ich bewundere ihn immer wieder sehr, dass der das alles so unter einen Hut kriegt. Beruf und Privatleben sind bei einem Bürgermeister schwer zu trennen. Besonders in so einem kleinen Ort wie Bodenmais wird jeder Schritt und Tritt des jungen Anpackers kritisch beäugt. Die Bodenmeister haben an sich kein Problem damit, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, aber ich stelle schon fest, dass es einen Unterschied macht, irgendwo schwul zu sein und das auch zu zeigen. Das heißt, wenn ich mit meinem Freund irgendwo hinkomme, ist das kein Problem. Wenn wir jetzt Händchen halten würden oder uns küssen würden, dann denke ich, würde das den einen oder anderen aufregen. Also ich glaube, dass es immer so lange akzeptiert wird bei uns in der Gesellschaft, wie man das nicht sonderlich zeigt. Wenn man das irgendwo besonders ausladend betreibt, dann stößt man da, glaube ich, schon noch an echte Grenzen. Trotz der ein oder anderen gesellschaftlichen Hürde ist der junge, moderne Bürgermeister in seiner Heimat voll akzeptiert. Schließlich ist Michael dort bereits seit 2 Jahren im Amt. In der nächsten Folge kämpft Anpackerin Nadine Schön für ein besseres Politiker-Image. Was sehr schade ist, dass das Bild von Politikern in der Öffentlichkeit sehr schlecht ist. Sven Christian Kindler ist in ähnlicher Mission unterwegs. Es gibt nicht nur die alten grauen Männer in Berlin, die da regieren, sondern es gibt auch junge Leute. Und in Monheim zupft Bürgermeister Daniel Zimmermann in seiner Freizeit die Klampfe. Freizeit ist schon wichtig für mich, um immer mal wieder auch Abstand zu bekommen von dem, was ich im Rathaus mache. Das und mehr in der nächsten Folge: Die Anpacker.